Hallo liebe Trader-Kollegen, ihr seht und hört hier die Markteinschätzung für den DAX für Dienstag, den 7. August. Wir haben jetzt Montag, 6. August, 18 Uhr. Mein Name ist Jürgen alias Gorilla Trader. Ich bin privater Trader. Stoppt bitte dieses Video, lest diesen Risikohinweis. Meine Markteinschätzung sind keine Anlageempfehlung. So, beginnen wir hier mit dem Xetra Tageschart. Also diese Kerze heute war regelrecht eine Achterbahnfahrt. Also wir haben zur Öffnung gleich nach unten, dann sehr impulsiv nach oben und dann bis zum Börsenschluss wieder einen Abverkauf gesehen. Es sind keine wichtigen Marken hier auf dem Tageschart angelaufen worden oder gerissen worden. Negativ zu sehen ist nach wie vor, wir sind im CC unter der Nulllinie, laufen hier ganz knapp seitwärts. Wir arbeiten unter der 200-Tage-Linie, unter der 38er-Tage-Linie. Das ist hier mal auf Tageschart-Basis negativ zu sehen. Gehen wir rein in den Stundenchart. Xetra auch hier sind wir über die Oberseite, über diese also 200-Stunden-Linie und 38er-Stunden-Linien drüber gelaufen heute. An die Trendkanal-Unterkante hingelaufen und dann wieder impulsiv nach unten und wurden hier wieder im Bereich von 12.542 eingefangen. Hier hat sich der DAX jetzt aktuell stabilisiert. Also wir sind nicht weiter wie am Freitag, wissen nicht mehr wie am Freitag. Deshalb bleiben diese Linien nach wie vor drin. Hier oberhalb dieser 12.661 Long handeln, weil wir hier über diese EMAs drüber sind. Und sollte er zur Unterseite hin laufen, wären hier die 12.410 als Auffangbecken gedacht. Und von dort könnt ihr dann hier wieder zur Oberseite hin laufen. Schauen wir uns die üblichen Verdächtigen an. VDAX, niedrig, eher seitwärts steigende Kurse, dort raus abgeleitet. Das Währungspaar Euro, US-Dollar hat heute mal noch einmal den tieferen Bereich getestet. Der CC ist im mega bärischen Bereich. Jetzt schauen wir mal, was aus diesem Kerzchen hier wird. Könnte eventuell noch einmal ein Pullback bis an diese untere Trendkanallinie oder von diesem Dreieck hinlaufen und dann noch einmal nach unten abprallen. Generell ist zu sagen, sollten die 1.1510 brechen, sind alle Schleusen auf für den Bereich 1.1207. Tendenziell würde ich sagen, ich habe immer dieses Sprichwort oder stelle das bildlich mir so vor, wir haben hier ein ganz, also als, das ist aus meiner Kindheit, meine Eltern sind an einem großen Bauernhof, haben die, meine Großeltern am großen Bauernhof gelebt, da hatten wir ein Haus, das hatte glaube ich einen 3 Meter breiten Hausgang, der hatte vorne eine Tür, hinten eine Tür und wenn ich einen Ball reingeworfen habe, ist der durch den Hausgang diese 12 Meter da nach hinten gehupft oder 15 Meter und hinten zur Haustür raus und so ist es hier genau das gleiche, der Ball hüpft den Hausgang rein, bing, 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 die Rücksetzer von diesem Ball werden immer geringer und irgendwann fällt er hinten aus dem Hausgang raus. So ist das bildlich für mich dargestellt, wenn ich solche Formationen sehe, dass ich und recht selten kann sich dieser Ball dann durch irgendeine Eigenart nach oben wieder höher über diese Hochs darüber hinaus fortsetzen. Das einfach mal so bildlich für den Kopf. Stellt euch einen Hausgang vor, dort wirft ihr einen Ball hinein, der hüpft dorthin drin und wird immer kleiner. Und so geschieht es hier gerade im Währungspaar Euro-US-Dollar. Es ist meiner Meinung nach nur noch eine Frage der Zeit, bis wir hier unten durchfallen. Das Gold, schauen wir uns das hier an. Das ist auch so was Ähnliches. Ich werfe den Ball in den Hausgang, er hüppelt. Und ist hier jetzt schon hinten rausgefallen. Auch hier kommen, obwohl wir hier neue Tiefs angelaufen haben, kommen keine massiven Impulse zur Oberseite hin. Also kann man davon ausgehen, das Gold tröppelt hier schön, schön gemütlich nach unten, ohne Hektik. Hier Long-Aktionen zu starten, meiner Meinung nach, noch völlig fehl am Platz. Ich sag's euch schon die ganze Zeit, hier einfach Geduld haben, warten. Wenn wir hier versuchen, Long zu handeln, handelt man hier auf Tageschart-Basis gegen den Trend und das ist wie wenn man in das fallende Messer greift, lasst das Messer auf den Boden fallen, wartet einige Minuten bis sich das ausgehüpft hat am Boden und bis es eben da liegt und dann könnt ihr dieses Messer aufheben. Ich würde sogar noch warten, ob sich dieses Messer dann doch ein bisschen von selbst aufstellt und mir den Griff in die Hand gibt, um hier dann nach oben zu ziehen.
Das hier ist ein ganz klarer Abwärtstrend hier. Long-Aktionen in längerfristiger Sicht. Intraday-Handel ist ganz eine andere Geschichte. Da kann man gerne mal 2, 3 Dollar nach oben handeln. Aber generell übergeordnet, der ganz große Trend ist hier abwärts gerichtet. Keine Long-Ambitionen aktuell im WTI-Öl. Ja, das läuft eigentlich weiterhin seitwärts. Ich habe euch gestern im Tagesausblick gesagt, dass China bis in Oktober hinein keine Bestellungen mehr im US-Öl, im WTI-Öl getätigt hat. Schauen wir mal, ob das auf das Öl einen Preisdruck ausübt, dass es dann eventuell doch einmal fällt, jetzt nicht aus dem Stand heraus, oder dass es einfach schön langsam auch nach unten abtröpfelt. Der DAX neu, die Handelsspanne auf Stundenchartbasis habe ich hier angelegt und jetzt kann man hier mit dem heutigen Handelstag schon etwas erkennen. Es ist hier wie das Matchbox-Auto. Wenn man hier hingeht und zieht das Matchbox-Auto auf, es hat ja so eine Spannfeder drin und irgendwann einmal, je enger der Markt wird, irgendwann explodiert es hier nach oben oder nach unten. Für die Popcorn-Traders, ich kann mir gut vorstellen, dass hier drin eine Popgun entstanden ist. Schauen wir mal auf Stundenchartbasis. Okay, da schauen wir jetzt. Gehen wir mal hoch. Das ist Lang- und Schwarz-Indikation. Gehen wir mal hoch auf die Tageschartbasis und schauen hier mal schnell, ob wir hier eine Pop. Ja, hier haben wir eine Popgun. Das hier ist dann sogar noch die Triggermarke heute. Also würde er morgen hier oben rausgehen, könnte das ein Long-Signal sein. Geht er hier unten raus, ist das ein Short-Signal für die Popgun-Traders unter euch. Es gibt ja auch einige, die hier sehr viel rumschwirren. Dieses Popgun-Trading hat übrigens hier auf Guidance die Tippi salonfähig gemacht. Sie beschäftigt sich hier schon mehrere Jahre mit dieser Eigenart von Eigenart eines Trading-Setups, muss man sagen. Sie ist dort Spezialistin. Die gibt es hier auch auf Guidance. Die hat jetzt sogar ein eigenes Tool, wo sie Popguns automatisch entdeckt. Popguns sind abgeleitet aus diesen kleinen Pistolen, wo ein Korken vorne drin ist, mit einer Schnur, wo dann immer wieder dieser Korken zurückhüpft. Aber da könnt ihr, wenn ihr Fragen habt, könnt ihr mich gerne fragen über diese Popguns, wo man die findet, was das ist. Ich habe hier auch ein gewisses Regelwerk vorliegen, das kann ich euch auch zur Verfügung geben. Also das Hoch und dieses Tief ist eine Triggermarke für einen Popgun auf Tageschartbasis. Schauen wir gerade mal auf Stundenchartbasis, ob wir hier irgendwo eine sehen. Also am heutigen Tag hat es keine Popgun hier gegeben. Das ist der 3.8., da muss ich die Linie rüberziehen. So, jetzt da. Guck mal einfach mal, hier ist eine Popgun. Also, da war hier das obere, wie viel Uhr ist die? 15 Uhr, da ist das da oben die Triggermarke gewesen. Hier da unten ist nach oben rausgegangen und ist hier wieder zurückgekommen an die Triggermarke. Das ist dieses Prinzip dieses Korkens, der wegfliegt, an einer Schnur befestigt ist und wieder zurückkommt. So, das war hier mal ganz schnell einmal geschaut. Weiter gehen wir auf die Materie mit diesen Popguns jetzt nicht drauf ein. Das ist ein eigenes Thema für sich und es gibt dafür andere Spezialisten. Ich zähle mich dort nicht dazu. Lang- und Schwarz-Indikation auf Tageschartbasis. Hier arbeiten wir auch noch unter der 200-Stunden-Tageslinie, unter der 38er MA, auch unter dem mittleren Bollinger Band. Das ist negativ zu sehen und auch hier die CCI im bärischen Bereich. Zwar ganz knapp, aber er ist im bärischen Bereich. Auch das ist negativ zu sehen. Wenn ihr noch die letzte Prognose im Kopf habt, machen wir es andersrum, schauen wir uns den Euro-Stoxx an. Auch der hat heute korrigiert. Leicht ist mal auf jeden Fall ein tiefer Schlusskurs wie am Freitag, aber noch nichts Besonderes. Auch hier im Euro-Stoxx gilt ganz klar, momentan, solange dieser Bereich von 3.460 nicht verletzt wird, ist hier alles noch nach oben gerichtet. Hier wird es ganz interessant, wenn wir hierher kommen, Euro-Stoxx, da kann in erster Linie mal ausbrechen bis zu diesen 3.735 und in zweiter Linie dann bis zu 3.937.
Das hier im Eurostoxx. Schauen wir uns noch diese Indizes, US-Indizes an. Beginnen wir hier mit dem S&P. Der S&P läuft höher. So, und das ist eine schon eingezeichnete Wolfewelle. Hier müssen wir jetzt warten. Morgige Handelstag 2871. Das da oben wäre dieser Fünferbereich, wenn der S&P hier hinkommt. Würde ich jetzt mal dann auf ein Umkehrsignal warten, auf eventuell Stundenchartbasis, nicht auf unteren Zeitebenen. Das ist dann zu, ja, zu wässrig. Hier würde ich dann schon Minimum die Stundenbasis heranziehen, um hier ein 1, 2, 3 hoch zu sehen oder eventuell sogar der Tageschart hier unter Umschalten in den Linienchart. Dort sieht man ein paar Schlusskurse, diese Umkehrsignale viel früher teilweise. Kann man hier dann auch einsteigen. Also der S&P steht momentan am Hoch vom 25.07. Ist hier jetzt gerade im Begriff, eventuell auszubrechen. Mal schauen, ob er hier heute Abend doch noch Dynamik hinbringt und schon diesen Bereich hier anlauft. Also aus der Warte heraus, S&P intakter Aufwärtstrend. Keine Ambitionen hier irgendwie irgendwas zu shorten im Augenblick. Schauen wir uns den Nasdaq an. Der Nasdaq hat hier schon seit längerem eine Wolfewelle Short. So, und ich sage immer wieder, man muss das ganz klar wissen. Eine Wolfewelle, wenn man die 5 hier in dem Fall Short handelt, ist ein sehr aggressives, antizyklisches Mittel, um hier in den Markt einzusteigen. Auf Tageschartbasis hat man hier das erste Umkehrsignal. Ein 1, 2, 3, sogar in einer Kerze, die 2 und die 3, dann wäre hier das Short-Signal gewesen, recht tief unten. Wir laufen hier jetzt zurück, eine ganz normale Bewegung hier in einer Wolfewelle. Dieses Zurücklaufen kann nochmal sehr hoch kommen, da kann man nicht unbedingt mit dem 61er Fibonacci arbeiten. Das kann auch das umgekehrte Steinbockmuster sein, das ich euch auch oft erkläre. Steinbockmuster hier auf der Unterseite 1, 2, 3, es bricht aus dieser. Das ist, wenn man jetzt runtergeht auf untere Zeitebenen, sieht man hier eine inverse Schulterkopf-Schulterformation. 1, 2, 3, Ausbruch und dann kommt hier diese verflixte 4. Und hier, wie schaut es hier aus? Wir haben hier 1, jetzt bin ich ein bisschen gerade ein Dreier drin, sorry, aber das könnte hier entweder die verflixte 4 sein oder auch die rechte Schulter. Und dann hier der Bruch unter die Tangente würde die Geschichte dann beschleunigen. Zur Unterseite, auch hier würde ich mir ganz klar im 1-Stunden-Chart das Umkehrmuster suchen. Jetzt beginnend schauen wir uns das einmal an. Wäre man hier schon in den Markt eingestiegen, also hier hätte man einmal einen Einstieg gemacht in der jüngeren Vergangenheit, wäre hier dann ausgestoppt worden. So, hier heute noch nicht, heute noch kein Einstieg, weil hier noch kein 1, 2, 3 hoch entstanden ist und wir haben den CC hier auf Stundenchartbasis im megabullischen Bereich. Also da könnte man jetzt eventuell sogar eine sehr starke Dynamik zur Oberseite hin gleich sehen. Haben wir den S&P, den Nasdaq und jetzt schauen wir uns noch den Dow Jones an. Auch der Dow Jones genauso wie die anderen zwei US-Indizes im wunderschönen Aufwärtstrend. Gell? Ist zwar Seitwärtsbewegung hier, aber in dieser Seitwärtsbewegung fluktuiert er hier seit diesem Tief von der 200-Tage-Linie zur Oberseite hin. Wir haben hier ein schönes Umkehrsignal, 1, 2, 3, höheres Hoch, höheres Tief, höheres Hoch, höheres Tief, höheres Hoch und ein höheres Tief. Auch hier keinerlei Umkehrsignale, keinerlei Short-Ambitionen. Handle den Trend, der Trend ist dein Freund. Ich weiß nicht, warum wir Händler, dazu zähle ich mich auch immer, so wie heute im DAX. Gehen wir mal schnell in den Minutenchart rein. Augenblick. Hier. Ups, so hier. Ich weiß nicht, warum wir Händler, also heute ganz extrem, das EUWAG-Sentiment, das private EUWAG-Sentiment, dazu zähle ich mich auch. Dieses kann ich euch jetzt erklären. Das private EUWAG-Sentiment zeigt die letzten 60 Sekunden die Aktivitäten der privaten Händler. Das ist die Börse an der Stuttgarter Börse. Und diese privaten Händler haben hier massiv hier geschortet. Sie haben hier massiv geschortet. Sie haben hier massiv geschortet.
Hier mussten sie ihre Positionen auflösen. Dadurch kam dann dieser doch sehr harte Spike zur Oberseite hin. Korrektur. Auch hier wiederum massive Short-Attacken der Privatanleger und wieder wurden sie ausgestoppt durch diesen Spike erkennbar. Letztendlich hatten sie hier dann recht in dieser Marktphase, in dieser Strecke, aber generell das EUAC-Sentiment für mich immer ein antizyklisches Mittel. Tue immer das Gegenteil, was das EUAC-Sentiment tut und warum, so leid mir das tut, es sagen zu müssen, über 90% aller Privatanleger liegen falsch mit ihrer Meinung und mit dem, was sie an der Börse tun. Deshalb ist dieses EUAC-Sentiment, so wie ich es beobachte, ich beobachte es wirklich kontinuierlich, ganz scharf, mache mir meinen Reim draus, mit gepaarter Charttechnik komme ich hier dann irgendwo auf einen Nenner. Hat auch sehr viel mit Intuition zu tun. Das ist jetzt nicht unbedingt alles Können, das ist ein Bauchgefühl, das man über Jahre entwickelt muss. Da wird jetzt der eine oder andere lachen, aber es ist einfach so. Und heute war das wieder sehr beeindruckend, wie man hier nicht hätte Short eingehen können. Und unsere menschliche Mentalität ist einfach so. Wir sehen sowas und das hält hier und da gehen wir dann Short rein. Da bauen wir unsere Short. Es muss doch jetzt wieder ein Stückchen fallen. Nein, es muss es nicht. Das jetzt hier mal am Rande, das lasse ich jetzt hier auch so stehen. Gehen wir hier wieder raus und in den Dow Jones rein. So, überfliegen wir noch ganz schnell den TechDAX. Auch der TechDAX ist unterhalb eines Allzeithochs. Er läuft und läuft und läuft. Auch dort kann man Zertifikate kaufen, Long-Zertifikate oder auch in den Fonds investieren. Da hat man eventuell eine bessere Performance wie hier im DAX und auch der MDAX. Gut, der ist jetzt ein bisschen ein Stückchen weiter weg von seinem Allzeithoch, aber auch er orientiert sich eher zur Oberseite hin. Deshalb bin ich von der Prognose her. Schauen wir uns jetzt erst einmal an, was war. Verändern brauche ich hier nichts. Am heutigen Vormittag bei der Börsenöffnung 8 Uhr sahen wir zuerst einmal einen Abverkauf. Wer wem das 61er Fibonacci geläufig ist, der konnte hier in diesem Bereich bei 12.000, jetzt da komm her, bei 12.553 ein Umkehrsignal auf unterer Zeitebene suchen, das wir hier auch gesucht haben und gefunden haben hier im Minutenchart. Ihr seht es, hier ist dieser Bereich 12.557 und aus diesem Bereich heraus sind wir den Long gegangen, auch hier in diesem Bereich weiter Long gegangen. Hier war der Zielbereich ganz klar die 12.723. Auch das ist ein 61er Fibonacci. Und hier war beginnend schon ein Widerstandsbereich. Er hat diesen 61er Fibonacci nicht ganz erreicht. Diesen Strich, den ich eingezeichnet habe, der war aber auch insofern schwierig genau zu finden, weil, wie hier, ich wusste nicht, welches Hoch ich jetzt heranziehen soll. Aus diesem Hoch zu diesem Tief und dann hier dieses 61er Fibonacci, da habe ich mir jetzt auch ein bisschen schwer getan. Aber wir haben hier diesen Bereich dann auf der Oberseite um 18 auf 23, ja, um ein paar Punkte einfach verfehlt. Ich bin hier dann nicht short reingekommen, weil ich einfach auf einen größeren Rücksetzer gewartet habe, der so nicht gekommen ist. Erst als wir da unten waren, habe ich dann noch einmal auf sowas gewartet. Jetzt ist eher wieder Long angesagt. So, das war jetzt hier mal wieder in dem Fenster. So, also wer hier das 61er Fibonacci mächtig ist, hat gesehen, dass wir aus diesem Hof zurückkommen. Es ist eine Bewegung innerhalb der Gesamtbewegung. Durch diese Bewegung wurde das hier, dieser Zielbereich, nicht negiert, also nicht außer Kraft gesetzt. Wir sind hier dann, wie schon erklärt, ganz knapp hingelaufen in diese Unterseite dieses Trendkanals und sind von dort wunderschön wieder nach unten gelaufen. Das ist dann dieser Bereich, das exakt Schlusskurs am 61er Fibonacci. Und jetzt gehe ich davon aus, ich kann diese Linien eigentlich so drin lassen von der Prognose vom Sonntag gehe ich davon aus, jetzt besteht die große Wahrscheinlichkeit, dass wir aus diesem Tief heraus, jetzt muss ich kurz aufpassen, was ich sage, Augenblick, Pfad kopieren,
Schauen wir schneller mal. Nicht, dass ich da jetzt zu hohe Ziele ansetze. Okay. Muss ich doch ein bisschen abändern. So, wir können jetzt aus diesem Tief heraus bis in den Bereich, das wäre dann am 8.8.16 Uhr, in den Bereich von 12.768 laufen. Diese Möglichkeit besteht jetzt tendenziell, das würde auch hier passen mit diesem Widerstandsbereich, gell? Da hätte man sogar eine richtig massive einen Kreuzwiderstand, also einmal aus diesen Hochs, aus diesen Tiefs. Wir haben hier diesen fallenden Trendkanal, aus dieser Oberkante, also Schlusskurse hier unten und die hohen Lunten, das ist ein Widerstandsbereich und auch dieser aufsteigende Trendkanal. Also hier haben wir dann eine ganz große Hausnummer. Aus diesem Bereich heraus würde ich dann wieder der Annahme gehen, dass wir hier dann doch wieder eine impulsive Abwärtsbewegung sehen könnten. Das hier mal aus der Warte heraus, also da gibt es jetzt nichts zu verändern. Andererseits ganz klare Ansage, nach wie vor sollten der DAX, und das muss einfach, darauf muss eure Handelsstrategie abgestimmt sein, sollte der DAX hier drunter fallen, unter die 12.469, ist dieses Longfenster, in dem wir uns hier befinden, gerade dieser schöne Aufwärtstrend, ich zeige ihn euch immer wieder gern, ein Tief. Höheres hoch, höheres tief, höheres hoch, höheres tief, höheres hoch, höheres tief, ein höheres hoch. Okay, und dann hört es auf. Ob das jetzt ein höheres Tief war, wissen wir noch nicht. Aber wir wissen, dass das hier das letzte höhere Tief war. Diese 12.000, schauen wir nochmal hin, 12.469. Unterhalb dieser 12.964 brennt die Hütte. Und dann spricht nichts mehr dagegen, dass wir mal ganz schnell auf diese 12.396 fallen könnten. Das ist nicht unbedingt viel, aber der Aufwärtstrend wurde hier mal ausgesetzt in dem Moment, eröffnet uns aber wiederum ganz neue Möglichkeiten aus diesem 61er Fibonacci heraus, diese Gesamtstrecke noch einmal zur Oberseite hin abarbeiten zu können. Auf der anderen Seite muss man nach wie vor auch das im Auge behalten. Wir haben von diesem Hoch zu diesem Tief sind wir hier. Das ist hier dieses 61er Fibonacci. Haben wir hier sind wir drüber gelaufen, impulsiv, sind jetzt zurückgekommen. Und das wäre jetzt auch, wo ihr wirklich euch hinter die Ohren schreiben müsst, muss ich auch wieder leider so sagen. Sind wir hier hochgelaufen, über das 61er sind hier zurückgekommen. Und jetzt kann sich diese Abfahrtsstrecke, ich zeichne sie euch jetzt nur mal ganz kurz ein, um sie euch zu zeigen, kann sich diese Abfahrtsstrecke hier zur Unterseite hin bis in den Bereich von 11.801 wiederholen. Also deshalb aufpassen, deshalb Stopp setzen. Wenn ihr hier unten irgendwo reist, geht raus aus dem Markt. Verabschiedet euch, geht nicht über los, nehmt nicht 4.000 Euro ein. Wisst ihr, wenn ihr dort eure Stops nicht zieht und der Markt rauscht wirklich hier durch, ihr verflucht den Moment, in dem ihr dort oben eure Stops nicht gezogen habt. Ich kenne das Spielchen, ich habe auch so eine kleine Marode, so Marotten, gehabt, wo ich immer wieder auch denke, warum habe ich jetzt das getan? Ah, und da könnte ich mir dann immer selber. Ja, aber es ist dann einfach so. Und das ist einfach mein Tipp. Wenn diese Bereiche dort unten gebrochen werden und ihr seid long, zieht diese Stops, nehmt diese Verluste mit, egal wie hoch sie sind, weil ab dem Moment besteht das Risiko, dass sie noch exorbitant größer werden können, eure Verluste. Das hier einmal am Rande zur Unterseite hin. Das auch ganz stark beobachte. Dann habe ich noch etwas. Wir haben hier eventuell, wenn es ganz dumm läuft, und da ziehe ich jetzt diesen Trendkanal anders hin. Ich speichere ihn nicht, ich zeige euch das nur.
Wenn es ganz dumm läuft, haben wir hier eine linke Schulter, ein Kopf. Hier bildet sich die rechte Schulter aus. In diesem Bereich dann vielleicht auch erst hier bei 12.776. Und dann schmiert die ganze Kiste nach unten ab. Sie bricht diese Trendlinie hier. Und dann können wir sogar ein neues Tief zur Unterseite hin abprojizieren. Nur mal, dass ihr seht, was hier denn möglich ist. Auch dort landen wir dann hier ganz schnell bei diesen 12.125. Deshalb, ich wiederhole mich, ganz wichtig, setzt hier eure Stops. Hofft nicht drauf, dass der Markt hier noch einmal steigt. Wenn er steigt und ihr habt hier einen Verlust realisiert, dann könnt ihr, und der Trend setzt sich dann wieder nach oben fort, könnt ihr jederzeit hier einsteigen. Nur wenn der Markt hier unten durchrauscht und ihr seid nicht rausgegangen. Entweder mit der neuen CFD-Regel, da seid ihr dann irgendwo schon über diese 350 Euro Limit, wo es euch dann automatisch ausstoppt, was ich mittlerweile im Nachhinein sehr gut finde, diese Regel. Bei einem CFD, beim halben CFD ist dann halt die Hälfte von 125 Euro oder 175, wo es euch dann ausstoppt. Also deshalb dieser Bereich beginnend ab 12.492, allerspätestens unterhalb von 12.470 solltet ihr vom Long-Markt zurücktreten und eure Positionen im Intraday-Handel glattstellen. In diesem Sinne wünsche ich euch für morgen ein gutes Händchen. Ich bin morgen nicht da, ich weiß auch nicht, ob es für ein Video reicht. Das hier ist der Fahrplan jetzt zur Oberseite hin, 12.766 unterhalb dieses Kanals, den lasse ich jetzt doch so drin, besteht akute Gefahr einer SKS, Bruch nach unten, Ziel abprojiziert bis hierher. In diesem Sinne, ciao, ciao, ciao und haltet die Ohren steif. So, wo habe ich jetzt mein Ding?